Ja, herzlich willkommen. Webinar Nummer 2 im Rahmen des EBMOOC. Ja, mein Name ist David Röttler. Ich vertrete hier Werde Digital AT und darf dieses Webinar moderieren. Ja, an alle, die beim ersten Mal dabei waren und uns Lob und Kritik zukommen haben lassen, vielen Dank dafür. Wir haben versucht, beides aufzugreifen und in das heutige Webinar oder in den Ablauf, in dem Ablauf zu berücksichtigen. Das heißt, dass wir versuchen, eine besonders klare Struktur zu haben. Man sieht unten links die heutige Tagesordnung. Vielleicht auch nochmal der Hinweis, das Webinar ist irgendwie ein Begleitangebot zum EBMOOC, der MOOC selbst. Findet aber auf der eMOOC, wie man es, habe ich es richtig ausgesprochen, steirisch, ich kann leider nicht besonders gut steirisch, auf dieser Plattform statt. Ja, wenn es technische Probleme gibt, dann einfach in den Chat reinschreiben. Wir hoffen, da beraten zu können, aber ja, es ist natürlich sehr schwer, aus der Distanz dann wirklich zu helfen, aber ich glaube, großteils funktioniert das ja auch ganz gut. Aufzeichnung gibt es natürlich auch. Morgen wahrscheinlich abends wird die Aufzeichnung dann auf der Plattform irgendwo zu finden sein. Ja, jetzt starten wir irgendwie mit Vorstellung auch vom Podium. Birgit, habe ich auch irgendwas übersehen vielleicht? Jetzt bei der Danke, Startende. David, du hast wunderbare einleitende Worte gesprochen. Danke. Besonders fand ich auch wichtig, dass du betont hast, dass wir eben nicht im EBMOOC an sich sind, sondern im Begleitwebinar. Das ist wirklich wichtig, weil wir haben das letzte Mal die Rückmeldung bekommen, dass einige auf den Content gewartet haben, auf den strukturierten Content. Und der kommt in der Form ja eigentlich nicht. Der ist in den Videos verpackt, im Modul 2 und 3. Was wir da hier tun, wir werden Fragen beantworten und die Inhalte so gemeinsam ein bisschen reflektieren und nachbeplaudern sozusagen, aber nicht noch einmal die Inhalte in einer strukturierten Form servieren. Also bitte nicht enttäuscht sein, wenn das wirklich einfach ein loses gemeinsames Plaudern wird und jetzt nicht so eine Wiederholung der Inhalte. Ja, für das Servicieren des Technik-Chats. Ist eh die der Technikfragen im Chat, ist eh die Lucia auch da, die wird sich dann eh gleich selber vorstellen. Mein Name ist eben Birgit Aschemann. Ich koordiniere den EBMOOC und bearbeite ihn mit allen, die hier sind und einem noch darüber hinausgehenden Team. Und ja, beim letzten Mal in Einheit 2 habe ich vorgestellt, die drei Tools Padlet, EduPad und WorditOut, und bin für diese Tools natürlich dabei, aber auch für alle möglichen Fragen zum EBMOOC insgesamt. Und ja, und ich fühle mich als Teil einer Learning Community aufgrund der vielen Rückmeldungen, die wir kriegen, auch im Forum. Das finde ich sehr kostbar. Also das ist einfach toll, dass wir da auch selber noch dabei weiterlernen. Super, dann haben wir hier in alphabetischer Reihenfolge nach A den Wilfried Frey. Hallo, schönen Nachmittag von meiner Seite hier aus Graz. Freue mich, dass ich mit diesem Team hier, das man sieht, und noch einigen weiteren den EBMOOC ins Leben rufen dürfen. Aufgrund einer Idee von der Birgit eigentlich, muss man sagen. Ja, wir haben beide im Modul 2 versucht, digitale Tools für die Bildungsarbeit oder rund um ein Bildungsangebot, so wie wir es genannt haben, vorzustellen. Ich habe Videos gemacht zu Doodle, XMind, einem Mindmapping-Programm, zu Poll Everywhere, ein Umfragetool, zu einer App, zu Office Lens, und dazu werde ich heute auch Rede und Antwort stehen. Ich bin schon sehr gespannt auf die Auswertung unserer Umfrage. Wir werden das Ergebnis natürlich später noch zeigen. Sehr gut. Martina. Ja, hallo. Mein Name ist Martina Süßmeier. Ich bin Assistentin bei Conedo und auch im EBMOOC-Team tätig. Ich habe bei der Videoproduktion und im Background mitgewirkt bei der Vorbereitung
Und heute werde ich den David unterstützen, die ganzen Fragen, die Sie im Chat posten, zusammenzufassen, dass wir das schön strukturiert nach Themenblöcken geordnet und beantworten können. Ja, und dann haben wir noch Lucia. Ja, hallo, ich bin Lucia Bahr und pädagogische Assistentin im EBMOG. Und heute im Webinar werde ich versuchen, über den Chat auf technische Hürden zu reagieren, sofern es mir möglich ist natürlich. Ja, ich freue mich dabei zu sein und ein spannendes Webinar an alle. Ja, und dann haben wir noch Peter hier, der das aktuelle Modul gestaltet. Ja, schönen Nachmittag, Abend auch aus Graz. Peter Webhofer ist mein Name. Ja, ich habe dieses Modul 3 zum Thema Social Media gestaltet und stehe heute auch für Fragen, Rede und Antwort gerne zur Verfügung. Gut, sehr fein. Ja, ich hoffe, es haben schon alle jetzt diese erste Umfrage beantwortet. Wilfried, dann würde ich sagen, wir veröffentlichen auch diese erste Umfrage, oder? Ist das richtig? Hatten wir das vor? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, da haben ziemlich alle inzwischen mitgemacht. Wir können das Ergebnis veröffentlichen. Du hast das jetzt auch schon getan, sehe ich gerade. Genau. Wir haben die Frage gestellt, also der Hintergrund dieser Frage ist ja jener, dass wir den MOOC hier auch mit diesem Webinar verbinden und die Frage für uns ja ist, funktioniert unsere Idee, dass wir einladen, am MOOC teilzunehmen, sich die Videos anzuschauen, die Übungen zu machen, die Anleitungen anzuschauen und damit zu arbeiten und dann eben auch ins Webinar zu kommen für einen Austausch. Und da finde ich dieses Ergebnis da sehr erfreulich. Da haben wirklich viele Zeit gefunden, schon sich die Module anzusehen. Wahrscheinlich auch an der Zeit gelegen, das Modul 2, das doch schon jetzt 9 Tage online ist. Das sind 104 von derzeit ja 120 online. Also das würde ich sagen, das sind ja fast alle. Und das dritte Modul immerhin auch schon rund 3/4. Da fühle ich mich, es freut mich sehr, dass viele schon die Gelegenheit hatten, reinzuschauen. Dann können wir heute hier auch einen guten qualifizierten Chat und Diskussion einfach auch führen zu diesen Fragen. Für uns auch eine schöne Bestätigung, dass das Konzept so offenbar aufzugehen scheint. Wunderbar. Ja, Modul 2, das ist schon angesprochen, soll nachbesprochen werden jetzt. Und wir haben eine Umfrage, welche Tools sind jetzt hier am wichtigsten, dass wir sie nachbesprechen. Zu welchen Tools gab es am meisten offene Fragen? Und es wird hier fleißig abgestimmt, damit wir hier ein bisschen eine Reihung bekommen. Ja, das Poll Everywhere scheint hier in Führung zu liegen. Padlet hat auch offenbar einigen Diskussionsbedarf. Also ich muss sagen, Padlet finde ich auch super praktisch. Technisch doch sehr einfach, aber so viele Einsatzmöglichkeiten. Ich hoffe auch, dass da viele Fragen auch zu den Einsatzmöglichkeiten kommen und nicht nur zur Funktionsweise. Ja, aber ich glaube, da ändert sich jetzt nichts mehr an dem Ergebnis, oder? Meine erste Hochrechnung sozusagen war schon, hat das Ergebnis jetzt hier getroffen, ja. Also Poll Everywhere und dann Padlet und dann EduPad. Ja. Also. Ja, am besten Fragen jetzt, Anmerkungen oder ja auch Erfahrungen vielleicht schon zu dem Tool, das jetzt an erster Stelle hier steht, Poll Everywhere. Also vielleicht schaffen wir das auch in dieser Reihenfolge, die Tools jetzt zu besprechen.
Ich greife das gleich mal auf. Also ich bin jetzt gespannt, was hier an Rückmeldungen kommt, auch erste Erfahrungen vom Ausprobieren. Wir haben ja gesehen, auch im Forum, wo Paul Everywhere diskutiert wurde, dass es hier eine sehr positive Resonanz gibt, dass das für viele ein ganz neues Erleben ist, auch mit so einem Tool zu arbeiten und das in Seminareinsatz zu bringen. Es haben auch manche berichtet, dass sie es lieber für Vor- oder Nachbereitung verwenden, um Bedürfnisse zu erheben, zu evaluieren oder ähnliches. Aber es eignet sich natürlich auch für den Live-Einsatz. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie da so beschäftigt hat und welche Erfahrungen es dazu genau. zu gibt. Genau, Rosa schreibt, die hat schon ausprobiert. Jetzt wäre ja. wär super ein kurzer Erfahrungsbericht, in welchem Kontext und wie ist es angenommen worden von denen, die es ausprobiert haben. Ja, hier ist auch eine Frage schon von Imok4711. Geht immer nur eine Frage, das heißt, hat jede einzelne Frage eine eigene URL, Wilfried? Na, es ist quasi so, wie man es im Video darstellt, sieht es vielleicht ein bisschen danach aus, aber ich kann das durchaus, ich kann mehrere Fragen zu einer Umfrage, wie auch bei einem Fragebogen, zusammenfassen und sie sozusagen auch gemeinsam abfragen. Da gibt es auch die Funktion in dem Poll Everywhere, das lerne ich dann. Also das System ist ja Englisch. Ich lege dann einfach ein Survey an, sozusagen wie eine Umfrage. Nicht nur einen einzelnen Poll, nicht nur eine Frage, zu der ich Antworten erhebe. Und dann kann ich das ganz gut der Reihe nach auch durchführen. Übrigens auch eine Frage, die im Forum gekommen ist, vielleicht greife ich die hier auf, das war die, ob auch mehrfach Antworten möglich sind. Das ist natürlich möglich. Da kann ich in der Konfiguration einfach dann einstellen, wie viele Antworten vergeben werden können. Und dann kann ich damit auch sozusagen ganz gut, wenn ich, so wie hier, wie wir das hier gemacht haben, jetzt nicht Poll Everywhere verwendend, einfach auch abstimmen über verschiedene Antwortoptionen und auch mehrere ankreuzen. Das funktioniert also ganz gut. Hier geht es jetzt, Pia fragt, Clickable Map, finde ich spannend, dass dort jeder eintragen kann oder jede, wo er sie wohnt oder sich befindet oder wie auch immer. Finde ich ein tolles Beispiel. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Da sieht man, was möglich ist. Ja. Wahrscheinlich zum Visualisieren, so wie ich verstehe, einfach, wo die Teilnehmenden herkommen. Ja. Da gibt es ja die analoge Version auch, dass man die Landkarte aufhängt und dann pinnt. Das geht auch digital, genau. Ja, ganz fein. Genau. Super. Hätten wir eigentlich machen sollen jetzt auch im Zuge des Webinars. Ich meine, vielleicht kann Pia noch eine Clickable Map einrichten für uns. Den Link in den Chat posten und dann hätten wir eine Landkarte, wo sich hier alle 138 Teilnehmenden befinden. Ja, also Pia, wenn das im Laufe des Webinars zu machen ist, dann wäre das eigentlich ein ziemlich cooles Experiment und Michi schreibt, Pia ist dabei, das zu tun. Wir sind gespannt. Genau, Kahoo hatte mehr Unterhaltungscharakter, das Poll Everywhere scheint ein bisschen seriöser zu sein. Diese Rückmeldung kam auch im Forum öfter. Soweit ich das sehe, ist ja Kahoo auch eher aus dem schulischen Bereich kommend. Denkt man vielleicht auch an eine andere Zielgruppe, etwas mehr, also Musikunterlegung und solche Dinge. Ich denke, dass es sich für Erwachsenenbildung ebenso eignet. Wir haben in dem Fall Poll Everywhere ausgewählt, weil es meines Erachtens etwas mehr Möglichkeiten bietet. Und auch gerade in der Erwachsenenbildung ist auch manchmal, wenn man Tools einsetzt, die so eindeutig diesen schulischen Touch haben und mitvermitteln, ja, wenn dann von Schülern und Lehrern die Rede ist, dann ist das manchmal etwas, kommt bei der Zielgruppe nicht so gut an. Deswegen denken wir, da ist ein System, das da nicht von vornherein auf eine bestimmte Zielgruppe abstellt, in dem Wording, das es verwendet, für Erwachsenenbildung etwas geeigneter. Das war mit ein Grund, Poll Everywhere auch im MOOC vorzustellen. Elke fragt, ist es auch für Partizipations-, also vielleicht für Gemeinwesen, arbeitliche bis gesellschaftspolitische Aspekte interessant? Was meinst du dazu, Wilfried? Würde ich auf jeden Fall sagen, ich kann ja die unterschiedlichsten Formen von Umfang hier durchführen und nicht nur jetzt über bestimmte, also vorgegebene Antworten abstimmen lassen, sondern auch offene Antworten erheben. Das heißt, ich kann auch in Diskurs eintreten. Ja? Ich kann da auch einfach Meinungen sammeln, Statements und die dann sichtbar machen. Das ist sicher etwas, was sich sehr gut eignet. Bei dieser Gelegenheit vielleicht auch ein
ein kleiner Seitenblick auf ein Tool, das wir leider nicht vorgestellt haben. Wir hatten ja viele zur Auswahl, aber wir hätten auch ganz gern manchmal den Answer Garden vorgestellt, den auch andere Forums-User übrigens auch vorgestellt haben. Birgit, da jetzt auch gern mit dem, oder? Und da kann man ja mit diesen offenen Antworten auch Wortwolken erstellen. Das heißt, wenn eine Antwort oft kommt, wird sie größer dargestellt, habe ich eine tolle Antwort, also Auswertungsmöglichkeit dann auch. Kannst du kurz einhaken, Birgit, oder habe ich schon alles gesagt? Ja, du hast alles gesagt. Ich arbeite wirklich sehr gern mit dem Answer Garden, weil die Leute eben auch so live das Ergebnis ihrer Antworten sehen. Wobei man beim Answer Garden sagen muss, die Größe der Wörter in den Wortwolken ist nicht unbedingt immer proportional zu den Wortmeldungen. Also das ist ein bisschen ein Problem dabei, aber man kann die Eingaben der anderen bestätigen und also Answer Garden ist wirklich auch ein Tool. Kann man das irgendwie, von uns. Also super, noch ein Tipp, ich habe den Link auch gerade reingepostet. Wie vergleicht sich das mit Google Forms? Ja, da kann man ja auch super Umfragen machen oder Evaluierungsbögen und alles Mögliche. Das ist ja total vielfältig. Also Answer Garden ist rein für qualitative Antworten. Also man kann dort die Anzahl der Buchstaben begrenzen. Man hat entweder 20 Zeichen oder 40 Zeichen zum Eingeben von Kurztext. Und das ist nicht vergleichbar mit dem von dir genannten Tool, David, weil man keine Quantitäten okay. und nichts zum Anklicken also angeben das, kann. Das trifft auch zu deiner Antwort, Birgit, jetzt auf Poll Everywhere und den Vergleich mit Google Forms. Also Poll Everywhere hat Wilfried stärker als ich in Verwendung, da müsst ihr an Wilfried übergeben. Ich habe übrigens jetzt versucht, meine Lautstärke etwas höher zu drehen, nachdem mehrere User gemeint haben, ich sei zu schlecht zu hören. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Also Google Forms verwende ich grundsätzlich auch sehr gern. Poll Everywhere ist einfach sozusagen ein geschlossenes System, das meines Erachtens einfach mehr Möglichkeiten bietet. Zum Beispiel bei den Usern, die im Forum sich darauf bezogen haben, ist gut angekommen, dass ich hier einfach auch mit unterschiedlichen Geräten antworten kann und was wirklich fein ist in der Erwachsenenbildung, für Leute, die kein Smartphone verwenden oder kein Tablet oder kein Notebook mit dabei haben, die können einfach auch per SMS mitmachen und das funktioniert wirklich sehr gut, auch im Wesentlichen gleich schnell, wie wenn ich das über Browser mache. Und das ist natürlich ein starkes Argument für Poll Everywhere, das mir Google Forms nicht bietet, wiewohl oft bei, sozusagen, wenn es darum geht, schnell eine Umfrage zu stricken für eine Seminarevaluation oder ähnliches, Google Forms, also für mich auch ein Tool der Wahl auf jeden Fall ist. Ja. Ja, super. SMS kostenpflichtig, ich glaube, das war vor 10 Jahren zuletzt, mittlerweile glaube ich kaum. Ja. Danke auch, Marius, für die Alternativen hier, Slido und Mentimeter. Vielleicht kann man da auch noch einen Link dazu posten. Also zur Frage von Frau Lackner, die SMS, also das hängt vom eigenen Tarif ab, aber meist hat man heute All-In-Tarife. Das macht keinen wesentlichen Unterschied. Die Nummer, die ich jetzt, also wenn ich an österreichische oder auch an deutsche User denke, die Telefonnummer, an die ich das schicke, ist dann jeweils eine landesspezifische. Das heißt, es fallen jetzt keine internationalen Gebühren an. Ja? Wie Wallpoll Everywhere ein Dienst ist, der nicht in Österreich gehostet wird. Super. Jetzt bin ich ganz begeistert, weil ich sehe, dass Pia hier den Link reingestellt hat zur Clickable Map in Poll Everywhere. Und weil das jetzt noch zum Tool passt, das wäre jetzt, glaube ich, eine gute Abschlussübung, die wir hier alle versuchen mit diesem Tool. Also ich klicke mich mal an. Hier bitte noch aktivieren. Also soweit ich sehe, ist ein... Ah, doch, jetzt ist er da. Der Poll. Wow, okay. Ja, also ich habe mich reingesetzt hier. Bin ich gespannt, ob ich dann die anderen auch sehe. Aha, es steht schon da, Poll has, you have responded once. Poll has received the maximum number of responses allowed. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt schon das Ganze überfordert haben hier mit 140. Ich glaube nicht, das ist die Anzeige, die ich als Teilnehmer leider bekomme. Leider können nur 25 Antworten. Ah ja, das ja. Mag nicht sein, dass wir das schon schnell jetzt hier überlastet haben. Also wenn ich als Einzelperson antworte und die maximale Zahl erreicht ist, dann bekomme ich das auch rückgemeldet, wenn ich nochmal zu antworten versuche. Aber ja. Da haben wir jetzt sozusagen das okay. Limit des Gratis-Accounts wahrscheinlich jetzt schon schnell erreicht. Na gut, wieder was gelernt, und zwar ganz schnell. Also 25 hier nur, aber sonst natürlich eine coole Sache. Letzte Fragen zu Poll Everywhere, sonst würde ich gerne zum nächsten Tool gehen.
Okay, hier noch eine Alternative. Trypingo oder wie auch immer man das spricht, keine Begrenzung. Okay, also wir wissen, das eignet sich jetzt offenbar nur für kleine Gruppen. Hat jemand Erfahrung vielleicht noch von diesem Poll-Tool in PowerPoint? Kann man das einbetten? Ich schaue mal kurz, ob da im Chat was kommt. Also man kann es in nicht nur PowerPoint, auch in, wie heißt bei Micro, bei iOS heißt das Präsentationstool nochmal Keynote, ja. Und dann gibt es auch noch ein drittes, wofür man Poll Everywhere verwenden kann. Man muss dafür ein kleines App zusätzlich installieren, das dann die Verbindung zwischen den Präsentationen, sozusagen der Präsentation und dem Online-Dienst herstellt. Da funktioniert das ganz gut. Ich verwende es meistens doch lieber über den Browser und blende einfach das Browserfenster ein, weil ich hier, wenn ich manchmal schnell noch was ändern möchte an einer Umfrage, einfach flexibler bin im Handling. Aber das ist ganz wahrscheinlich individuell unterschiedlich. Sehr gut. Ja, wir sind so strukturiert heute. Jetzt noch eine Anmerkung, weil der hier nochmal kam, nur für kleine Gruppen geeignet. Wenn ich mich einfach so ohne eigenen Account eine Umfrage erstelle, habe ich bis zu 25 Antworten. Für Bildungsanbieter ist zumindest bis zu 40 Antworten kostenlos. Alles darüber wäre dann halt kostenpflichtig. Okay. Wollen wir zum nächsten Tool gehen? Ja, das wäre Padlet. Wer hatte denn Padlet? Ja, das ist mein, sozusagen, in der Einheit 2 mein Modul gewesen. Super. Wer hat Erfahrung gemacht mit Padlet? Wenn ja, welche? Und welche Fragen sind dabei entstanden? Aufgetaucht? Man, ich könnte vorläufig mal vielleicht zum Einstieg darauf eingehen, was sich so im Forum zu Padlet getan hat. Da hat sie nämlich was ganz Reizendes getan. Gleich eines der ersten Postings war ein Geburtstags-Padlet, das eine Teilnehmerin angelegt hat, wo dann viele andere drauf gepostet haben und das wirklich ein ganz entzückendes Padlet geworden ist. Also tatsächlich ist jemand also damit zum Geburtstag tatsächlich gratuliert eines worden, angelegt oder? Worden. Wir können auch, okay. Wenn du mir die Option, ja, ich kann es gern zeigen, wenn du mir die Option zum Bildschirm teilen gibst, dann schauen wir uns das gleich mal gemeinsam an. Das wollen wir sehen. Also das war unser... Okay, aber es war irgendwer hat immer Geburtstag, es war jetzt nicht spezifisch. Ja, genau, aber es ist natürlich reizend, ja. Also ich habe einfach große Freude gehabt daran, dass das gleich gestartet worden ist damit, ja. Ja. Ja, super. Sehr schön. Aber es geht ja noch weiter. Das führt mich gleich zur Frage, die auch aufgetaucht ist im Forum. Wie groß können denn so Padlets werden, dass sie nur vernünftig handhabbar sind? Wie schaut denn das mit dem Scrollen aus? Und meine Erfahrung damit ist halt, wie bei allen Tools, es hängt stark davon ab, was man denn mit dem Tool machen möchte. Wenn ich das jetzt nur so als Ideensammlung verwende für mich, also so zum Abholen von Ideen, so im Sinne von Crowdsourcing oder so, dann kann man auch alles Mögliche übereinander posten und das macht dann gar nichts. Also wenn ich da jetzt also übereinander gelegte Zettel habe oder scrollen muss, aber wenn ich halt wirklich das verwende wie so ein Wörlitzer oder wie eine Ressourcenverteilungsangebot oder wie ein schwarzes Brett, dann ist man natürlich auch da schnell am Limit. Dann ist es sicher gut, wenn man alles auf einer Seite ohne Scrollen sieht. Ja. Joachim fragt, kann man mehrere Sessions parallel nutzen? Wahrscheinlich ist gemeint, einfach mehrere solche Pinnwände zu erstellen und die gleichzeitig befüllen zu lassen, gegebenenfalls zu unterschiedlichen Themen? Naja, das müssten wir uns gemeinsam anschauen. Wissen tue ich nicht, ich glaube, aber ich denke schon, dass es geht. Man kann einfach öffnen, das entsteht unter einer neuen Adresse. Und parallel in der anderen Pad öffnen. Kriegt man einfach, ja genau. Achso, naja, ihr müsst vielleicht ein zweites Mal einsteigen, gell? Oh, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ganz offen. Also ich glaube, das sollte kein Problem sein. Also ich werde, glaube ich, bei der Antwort stehen bleiben. Ich glaube, es geht, aber ich habe es normalerweise nicht so. Gibt es irgendwelche Limitierungen bei Padlet? Hier fragt Margot, gibt es irgendwie ein Datenlimit?
Also wäre mir noch nicht aufgefallen, aber vielleicht weißt du Also mehr, es ist Birgit. kein angegebenes und auch wenn man sich sozusagen das Kleingedruckte durchliest zu Padlet, dann findet man da auch kein Datenlimit. Also es sollte eigentlich, aber es wird bestimmt eins geben. Hat jemand von den Teilnehmerinnen schon Erfahrungen damit? Ja, also für mich, ich habe es oft verwendet und es war ohne Grenzen bisher. Also wir sind noch nicht an die Grenzen gestoßen, sagen wir mal so. Also ich bin auch eine, die es öfter verwendet, regelmäßig verwendet, bin noch nicht an die Grenzen gestoßen, was aber nicht gesagt. Ich glaube, eine neue Begrenzung ist, dass man sich anmelden muss, wenn man es anlegt. Ja, das ist neu, genau. Das hat sich vor kurzem verändert. Und Padlet warnt auch, dass sie sehr beweglich sind als Tool und dass sie laufend immer wieder was ändern. Sie haben das auch in ihren Terms of Use drinnen, also darauf muss man sie einstellen. Aber das ist bei diesen Tools sowieso gängig. Also da verändert sie laufend was, ja. Unsere Welt ändert sich laufend. So ist es, ja. Ich meine, die Dinge werden ja da verlinkt und nicht in der Regel nicht eben hochgeladen. Das heißt, das Datenlimit ist, wenn man mit Links arbeitet, nicht so schnell erreicht. Ja. Also weitere Fragen zu Padlet oder Erfahrungsberichte? Stefan fragt, ist es möglich, dass eingeladene Userinnen, die mich bei Padlet angressieren, also den Namen, den Einträgen kann man den eigenen Namen auch irgendwo geben, oder? Aber man kann auch schon beim Anlegen des Pads das forcieren und alle, die etwas eintragen, sozusagen ans Licht holen mit ihrem Namen und ihrer Identität. Das kann man auch tun. Das können wir uns auch sie gemeinsam sich anmelden. Machen. Und dann ist es nicht mehr ganz so niederschwellig. Das wäre. Schauen wir uns gemeinsam an, wenn ich also jetzt ein neues Pad erstellen würde. Ich versuche jetzt noch einmal den Bildschirm zu teilen. Schauen wir gemeinsam Moment, gleich rein. Muss ich umschalten? Vielleicht, bitte. Okay. Ja, genau. Ich drehe jetzt mal den Bildschirm frei. Dann habe ich da bei den Einstellungen, ich würde jetzt da mal alles akzeptieren, dann habe ich da bei den Einstellungen die Möglichkeit zu sagen, okay, alle mit Zugriff können schreiben, Moderation, aha, okay, das war geheim, aber ich möchte das jetzt auf öffentlich setzen und müsste dann beim Einladen kann ich das machen. Es gibt irgendwo Möglichkeit, zeige den Namen des Autors über jeden Post an, also da unten könnt ihr das Voreinstellen, den Namen des Autors über jeden Post. Also es würde dann einfach diese Anzeige forciert werden, ja. Aber das muss ich schon beim Einstellen tun. Wir haben auch noch einmal eine Frage gehabt im Forum, wie kann ein angelegtes Pad gefunden werden? Das kann vor allem dann gefunden werden, wenn man schon beim Anlegen des Pads da hier mit Tags arbeitet und einfach Tags zu dem Padlet vergibt, dann kann man es finden, aber ansonsten ist ein anonymes Pad schwer zu finden. Ja. Also ein freigegebenes Pad, das für alle frei ist, wird man sonst schwer finden können. Ich glaube auch, ja. Aber es ist theoretisch öffentlich. Also über den Link können natürlich dann alle rein. Ja, über den Link können alle, ohne sich anzumelden eigentlich. Ja. Also Exportmöglichkeiten kann ich vielleicht kurz sagen. Ich habe das einfach einen Screenshot davon gemacht und dann halt als Bild abgelegt. Wisst ihr, wie man den Text nach dem Exportieren weiterverarbeiten kann? Es gibt nur eine Schrift, ein Layout. Naja, wie wird man den weiterbearbeiten? In einem Texteditor wahrscheinlich? Also es kommt ein normaler Text, also der kommt als, den kann man als TXT haben und dann einfach in jedes Textverarbeitungsprogramm importieren und weiterbearbeiten. Genau, würde ich auch so sehen. Gut, vielleicht eine Frage auch an unsere Teilnehmenden. Wer hat irgendwie noch eine gute Idee, wie man Padlet, also diese Pinwand, jetzt in der Erwachsenenbildung einsetzen könnte? Oder wer hat vor, das in welchem Kontext jetzt einzusetzen? Vielleicht können wir da aus der Gruppe allen auch noch irgendwie die eine oder andere Idee mitgeben. Ja, Brainstorming ist super. Ja, und zwar nämlich jetzt nicht nur, glaube ich, jetzt irgendwie in einer Online-Setting, sondern auch in einem Präsenzkurs. Könnte man die Computer aufklappen und sagen, jetzt machen wir mal halt Padlet als Brainstorming.
Session, genau, kollaborative Recherche. Gemeinsam Texte schreiben, denke ich, würde ich eher was anderes nehmen, aber Sprachlernen, Wortfelder erstellen, Dokumentation, ja, Feedback, genau. Wow, also da kommen ja viele, viele gute Ideen. Ja, also gemeinsame Texte schreiben, was würdet ihr da empfehlen, Wilfried und Birgit, wenn es um Texterstellung geht? Also würden wir schon eher das EduPad empfehlen, oder? Also oder ein Pad, ein Etherpad. EduPad ist ja nur eine Möglichkeit von einem Etherpad, ja. Würde uns eigentlich eh auch schon dann in unser drittes Tool, weil das hat die drittmeisten Stimmen bekommen, das EduPad. Letzte Fragemöglichkeit aber noch für Padlet. Super Ideen, wie man es verwenden kann. Also wirklich tolle Ideen. Mir hat aus dem Forum auch noch die Idee mit dem Wurlitzer so gut gefallen, dass ich das sozusagen meine Musikressourcen einfach klickbar zur Verfügung stellen kann. Okay, dann gehen wir zum EduPad. Ja, also EduPad ist jetzt hier die Möglichkeit für gemeinsame Texterstellung. Ich weiß nicht genau, ob das von Horst eine Frage ist, EduPad versus VHS-Pad in Deutschland. Also EduPad, weiß ich, kann ich nur sagen, es basiert auf irgendwie Open-Source-Software und deshalb wird es an unterschiedlichen Stellen dann auch installiert oder zur Verfügung gestellt. Ich glaube, dass beim VHS-Pad auch ein Etherpad dahinter liegt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber die meisten dieser Pads sind mit einem Etherpad hinterlegt, weil das eben die Lösung ist mit der Open-Source-Software. Ja, jetzt musst du noch erklären, Birgit, was ein Wurlitzer ist. Ein Wurlitzer. Peter, das erklärst du super. Du grinst schon so. Naja, es ist eine Möglichkeit, eine ältere Möglichkeit, eigentlich noch aus einer nicht so stark digitalisierten Zeit, Musikstücke sich auszusuchen und abzuspielen. Also Spotify 0,1 oder so. Spotify 0,1 oder 0,0, Spotify 0,1 oder sowas, ja genau. Good old Playlist sozusagen. Komplett analog, ja, komplett analog und mechanisch. Ja, genau. Café Heidi. Musikbox, oder? Musikbox kann man nämlich auf Deutsch sagen. Und Österreich, also, österreichische Erfindung. Genau. Ja, also das stimmt, was Peter Kabitz da schreibt. In my humble opinion ist das genauso, ja. Also die Etherpads laufen alle mit der gleichen Software. Es kommt halt dann darauf an, wo sie gehostet sind, wo der Server steht. Man kann die Software runterladen und das bei sich machen. Es war von einer Kollegin im Forum die Anmerkung, dass das die sicherste Möglichkeit ist, so ein Etherpad zu nutzen. Das kann man selbstverständlich machen. Also das zweite alternative Tool, das ich in der Lernunterlage angeführt habe, das ist auch ein Etherpad, das ist halt bei der TU Graz gehostet. Ja. Wir haben es ja nicht in der idealen Anwendung vorgestellt, also so im Nachhinein habe ich mir gedacht, wir hätten das eigentlich verfilmen sollen, während wir wirklich gleichzeitig an dem Pad schreiben, weil da ist es erst wirklich so doll sichtbar, weil es ist halt einfach schon sehr praktisch. Nein, wir können aber auch schnell eins anlegen und gemeinsam schreiben, oder? Machen wir. Das könnte man machen, genau, ja. Genau. Und ich antworte noch schnell. Habt ihr EduPad.ch habt ihr auch vorgestellt gehabt, oder? Genau, wir haben EduPad.ch. Okay, das könnte man nehmen. Dann nehme ich das jetzt einfach, ja. Das probieren wir jetzt aus, gleichzeitig mit 134 Personen. Halt machen wir den Crashtest bei allen unseren Tools. Ja, genau. Also hier ist der Link im Chat. Einfach draufklicken und Hallo schreiben, hallo, ich schreibe aus Salzburg oder so. Ja? Sucht euch vielleicht extra verschiedene Zeilen. Ja? Und bitte meldet zurück, falls ihr nicht mehr reinkommt, dann wissen wir auch, hier gibt es eine Begrenzung. Bei mir steht 16 Leute sind erlaubt. Ja, da können noch mehr rein. Da können sicher noch mehr rein. Ich gebe es mal den Bildschirm frei, dass man da mitschauen kann, für die nicht reingehen. Wir bleiben ja irgendwie unserem Motto vom ersten Mal treu. Nicht? Das Motto war, wir machen das Internet kaputt.
Jetzt probieren wir es halt mit den Tools. Jetzt aber wirklich. Oder Jetzt heute aber aber jetzt. wirklich. Jetzt nehmen wir uns die Tools einzeln vor. Es ist gerne ein Bildschirm freigegeben, aber irgendwie stockt das. Ich bin gleich wieder da. Ich muss, glaube ich, kurz mal raus, aber bin gleich wieder zurück. Kleinen Moment. Also keine Sorge, es sind mehrere Veranstalter hier. Wenn David uns verlässt, wird der Raum nicht zusammenbrechen. Geht nicht, schreibt da wer. Ich sehe das aber munter wachsen, dieses Public Pad da hier. Da sind wir auf jeden Fall schon mehr als 16. Ja, man muss schon sagen, wir muten diesen Dingen jetzt schon einiges zu, wenn wir da vielleicht auch zu 100 darauf zugreifen. Das macht natürlich alles etwas langsamer. Ich finde das super und jetzt kann man hier auch zuschauen. Jetzt habe ich den Bildschirm freigegeben. Super, danke, David. Und jetzt sieht man, wie hier geschrieben wird. Genau, und einige stellen fest, man kann da auch wirklich in den Text hineinschreiben und man kann auch etwas hineinkopieren, lese ich da, die ersten. Ja, es ist ziemliche Anarchie, aber dadurch eben auch super niederschwellig und anonym. Und eignet sich, also jetzt ist es Spaß, aber eignet sich wunderbar, zum Beispiel um ein gemeinsames Protokoll zu erstellen. Und wenn jetzt natürlich rechts alle formlos schreiben, in der rechten Leiste formlos schreiben, bei der Farbe einen Namen eingegeben hätten, dann wüsste man natürlich auch, wer war. So haben wir die Farben. Okay, aber trotzdem Begrenzung mit 16, na gut. Wissen wir das auch. Gut, gibt es noch Fragen zum EduPad? Ja, genau. Beim Barcamp wird das VHS-Pad genutzt. Genau, Barcamp ist eine super Anwendung. Ja, genau. Ja, EduPad ist Open Source. Open Source betrifft die Software jetzt. Und das hat jetzt also noch nichts direkt mit der Beteiligung zu tun, fragt nämlich Elke. Also die Software kann man sich irgendwer die auch das GitHub reingeschrieben, dort kann man sich das auch runterladen und könnte man theoretisch selbst installieren, ist glaube ich nicht ganz einfach, aber man kann es. Man könnte es tun. Gut, gehen wir wieder einen Schritt weiter, oder? Was ist denn das nächste? Office Lens, gell? Office Lens. Office Lens und ich glaube, jetzt sollten wir die restlichen Tools nur noch kurz, ein bisschen kürzer anreißen. Ja? Fragen zu Office Lens. Wer hat es probiert? Das war der Renner unter den Tools von Wilfried, gell? Also wenn man den Forumseinträgen glaubt, dann das hat ganz viel Begeisterung ausgelöst. Ja. Offenbar kannten viele noch nicht diese Möglichkeit, das für Protokolle und ähnliches zu verwenden. Es ist ja Office Lens wirklich auch ein Tool, das sehr, sehr einfach aufgebaut ist, also auf das Wesentlichste reduziert ist. Natürlich haben auch einige Anwender gleich die Grenzen herausgefunden. Es gibt halt auch Apps, die Ähnliches können und das auch weiter, also differenzierter bearbeitbar machen. Aber es sind dann auch komplexer und wir haben uns vorgenommen, möglichst einfache Dinge vorzustellen und das war dann die Wahl für Office Lens. Ich schaue jetzt mal, was im Chat so passiert. Ja, nicht besser als CamScanner, schreibt der Marina Sara. Ja, also das erlebe ich ähnlich, aber CamScanner ist eben auch komplexer in der Handhabung. Genau, es gibt immer viele Alternativen zu den Tools. Ja. Christian verwendet das täglich. Vielleicht kann Christian auch noch ganz kurz beschreiben, so ein typisches Einsatzszenario. Wir können uns das natürlich auch vorstellen, aber vielleicht ist dann auch irgendwie ein spezielles. Ja, man kann ja viele Tools auch irgendwie so verwenden, wie sie nicht vorgesehen waren, dass sie verwendet werden. Genau. Und was Sinnvolles drauf machen. Also ein Punkt, auf den ich ja gar nicht eingegangen bin im Video, ist, dass es ja nicht nur jetzt für Lehrende ein praktisches Tool ist, sondern auch für Lernende. Ja? Ich kann das ja verwenden, wenn ich jetzt einem Seminar folge, um für mich mein eigenes Protokoll zu erstellen. Ich kann die Flipcharts so fotografieren, wie ich sie möchte. Ich kann mir Präsentationen abfotografieren. Ich habe auch gesehen, es gibt ja schöne Anwendungen, beispielsweise im Sprachenlernbereich, dass ich mir
was weiß ich, einen Text aus einem Buch heraus fotografiere, dann die Bilder in der Weiterverarbeitung mit OneNote zum Beispiel bearbeite, sozusagen Wörter rausstreiche und das dann wie Lückentext verwende, ja, zum Sprachüben. Also da gibt es ja kreative Anwendungen einfach dafür. Das kann man sicher gut auch ausprobieren, wie das mit Lernenden einfach auch sich einsetzen lässt und nicht nur für einen selbst, ja. Das wollte ich einfach nur gern auch ergänzen. Marco fragt, mehrere Fotos in derselben Session abspeichern. Genau, das ist keine Frage, sondern eine Erklärung. Danke. Jetzt muss ich schauen, wo steht die? Ich habe die jetzt noch nicht entdeckt im. Ah, okay, ja. Geht mit der kleinen roten Plus 1 unten links, sagt sie. Ja, genau. Ansonsten ist die Frage, in welchem Dateiformat ich die Fotos ausspiele. Wenn ich sie, wie gesagt, mit OneNote zum Beispiel verbinde. Dann kann ich hier natürlich euch mehr Bearbeitungsmöglichkeiten, auch Bilder zusammenzufassen in eins, ohne extra Arbeitsgang. Cam Scanner ist da zum Beispiel eben als Tool genannt worden. Das ist sicher eine App, die da auch schon eingebaut, wesentlich mehr Funktionsumfang mitbringt. Für komplexe Flipchart-Protokolle eine feine Sache, die ich auch sehr empfehlen kann, auf jeden Fall. Ja, super Hinweise auch, um Hausübungen weiterzureichen. Die Kinder untereinander, sehr praktisch. Die Abschreibübung. Ja, danke an Margot für den Tipp noch, für diesen Hinweis. Ja. Oh, da gibt es ein ganz langes Statement. Ja, das ist mir zu lang. Aber ja, ich würde ganz gern vielleicht ganz kurz darauf reagieren. Wenn ich euch jetzt nicht unterbreche, es ist einfach so die Frage nach mehr und zusätzlichen Tools. Und wir haben im Forum so einen wunderbaren Thread laufen mit der Frage, kennen Sie noch andere Tools? Und dort wird sehr viel gesammelt, Nützliches und Tolles gesammelt. Dem kann man entgegenhalten, dass das Forum vielleicht ein bisschen träge ist, aber das zahlt sich wirklich aus, diesen einen Thread sich sehr genau anzuschauen. Und da sage ich allen ganz herzlichen Dank dafür, dass sie so wirklich toll ihre guten Tools posten. Genau. Genau, danke auch Erich hier nochmal für eine Toolsammlung. Peter, du hast da eine, glaube ich, die wirst du wahrscheinlich auch in dem Thread posten, gell? In dem, oder hast du schon auf Facebook, oder du wirst sie in dem Thread posten, die Toolsammlung. Hast du, glaube ich, angeboten. Ja, so letzte Runde zu Office Lens und dann, glaube ich, gehen wir wieder einen Schritt weiter. Gibt es noch Anmerkungen zu Office Lens? Wilfried, magst du noch was ergänzen? Ich denke, das Wichtigste ist gesagt. Ich finde auch, wir sollten schauen, dass wir zu den anderen Punkten auch noch kurz kommen können. Genau, XMind steht hier auf der Liste. XMind, ja. Auch mit 17,5% vorkommend. Da gibt es auch sehr gute Resonanz dazu. Viele fanden im Forum, oder einige fanden im Forum die Anwendung, also so überraschend, dass man das nicht nur als man kennt als Kreativitäts- und Brainstorming-Tool und dass man es dann als Moderationstool einsetzen kann. Das fanden manche eine gute Anregung. Live-Einsatz in Moderationen und auch für Präsentationen eben. Ein hilfreicher Hinweis schien mir, dass es, weil manche gemeint haben, ja, das ist wieder was, das muss ich mir installieren und in meiner Einrichtung erlaubt das die Systemadministration nicht, ja. Es gibt für XMind auch eine Portable-Version, das heißt, die kann ich auf einen USB-Stick spielen und dann verwenden, auch rechnerunabhängig, das ist ein Weg, das zu umgehen. Und es wurden auch wieder hier viele Alternativen natürlich vorgestellt, da kommt es ein bisschen auch auf den persönlichen Geschmack an, welche dieser Mindmapping-Tools man schätzt. Es gibt ja auch welche, die rein online verfügbar sind, das ist XMind in dem Fall nicht, ja. Was ist Bubble US oder was war das andere jetzt? Fällt es mir gerade nicht ein, kann ich sonst noch, also die Links sind auch genannt im Forum. Das ist wiederum eine Geschmacksfrage. Ich zum Beispiel finde XMind vorteilhafter, weil die Online-Mindmapping-Tools oft so mehr erfordern, dass man viel mit der Maus oder mit dem Touchpad arbeitet. Und ich bin jemand, der sehr gerne einfach alles über die Tastatur, auch mit Shortcuts und so erledigt. Und wenn ich dann mit Flash oder Ähnlichem in einem Browser das Mindmap erstelle, dann brauche ich ziemlich viel Mauseinsatz. Das ist für mich eher hinderlich, aber das ist nur ist halt meine Nutzerperspektive sozusagen. Ja. Ich möchte hinweisen auf zwei Links, die Stefan gerade gepostet hat. Eins war Alternative zu XMind, nämlich MindMeister. Ja, ist, glaube ich, irgendwann dann kostenpflichtig. Das ist vielleicht ein kleiner Nachteil.
Und dann auch noch eine Tool-Sammlung. Ja, genau, die aber in MindMeister gemacht ist, oder? Wo war das? War das auch von Stefan? Genau, MindMeister.com und dann, genau, und dann auf diesem Link, ich tue nochmal rein, ist überhaupt eine schöne Übersicht zu verschiedenen Webtools zu finden. Da kann man also gleich sehen, wie MindMeister funktioniert oder aussieht. Plus, man hat auch noch den Mehrwert, dort Hinweise auf sehr strukturiert auf Webtools zu bekommen. So. Jetzt passiert hier einiges im. Aha, Mindmaps. Drei Mindmaps, genau. Drei Mindmaps sind gratis in MindMeister. Und dann soll gezahlt werden dafür. Ja, schöne Sammlung, die Herr Stefan Karach mit uns geteilt hat. Noch hier eine weitere zu Mindmapping-Tools in Wikispaces. Also da findet man hier noch 10 verschiedene Mindmapping-Tools, ist der letzte Link hier im Chat. Ja, wir Gut, sind dann würde ich oft sagen, Birgit. vor der Qual der Wahl gestanden. Ja, Also klar. wenn ich jetzt wirklich zu Word It Out als nächstes auch noch was sagen sollte, dann würde ich sagen müssen, dass wir da eben auch ein Tool ausgewählt haben, das man jetzt, also wo ich jetzt sagen würde, wird vielleicht sogar ein anderes nehmen inzwischen. Wir haben Word It Out eben gewählt, weil der Zugang sehr intuitiv ist und weil man da sofort weiß, wo man den Text eingeben kann und wie man die Wortwolke erzeugen kann. Aber es ist oft im Forum der Hinweis gekommen auf Wortwolken.com und wenn man sich das unter zusätzlichen Aspekten anschaut, wie Sicherheit und deutsche Sprache, dann würde man vielleicht bei Wortwolken.com landen. Danke, Martina, ist schon im Gut, Chat. vielleicht hat noch jemand einen Tipp zu diesem Wort Wolken. Ich meine, ein bisschen sind die ja so wie Web 2.0 schon 10 Jahre alt, oder? Naja, ich denke, sie sind 10 Jahre alt, wenn man so an die Verwendung für Workshops oder für Illustrationen denkt. Aber sie haben sowas wie, sie sind nicht so veraltet, wenn es darum geht, sie zum Darstellen von Website-Inhalten zu verwenden oder zum Darstellen von Dokumenteninhalten, um so einen kurzen Inhaltsüberblick zu geben, was sie auf einer Website tut oder auf einem Dokument. Sagen wir halt, sie sind da vielleicht 3.0. 4.0 sind sie nicht. Na fein. Ich glaube, dazu ist jetzt gar nicht mehr viel hier im Chat und so wie es aussieht, ist Doodle allgemein bekannt, weil nur drei Das haben wir angegeben eingeführt, haben. um sozusagen die Einstiegsschwelle niedrig zu machen, aber ich glaube, das haben viele schon gekannt. Die Rückmeldungen aus dem Forum zeigen, dass vielen nicht bewusst war, dass man es auch als Umfragetool einsetzen kann. Nicht ähnlich wie Poll Everywhere, das wäre zu viel gesagt, aber doch, ich kann einfach hier auch kleine Umfragen durchführen und nicht nur Terminumfragen. Und das ist durchaus eine brauchbare Option und auch die Meet-Me-Funktion, die ich für Terminplanung, beispielsweise für Beratungsgespräche verwenden kann, scheint auch ganz interessant zu sein für manche Anwendungen. Mehr gibt es dazu auch jetzt gar nicht mehr zu sagen, glaube ich. Genau, also Rede in grafischer Form darstellen, finde ich gut, ja. Das ist wirklich ein schöner Anwendungsfall. So, ist es okay, dass wir jetzt zum zweiten Block gehen, unseres heutigen Webinars oder zum Punkt 3 hier auf unserer Agenda? Ja, nämlich zum Thema dieser Woche, Social Media, soziale Medien in der Erwachsenenbildung. Wir haben wieder eine Umfrage vorbereitet. Ja, ich werde gleich die Ergebnisse veröffentlichen, dass man schon ein bisschen sieht, in welche Richtung das geht. Was interessiert hier am meisten? Ja, Social Media Strategie von Bildungseinrichtungen. Also das ist dann eher
eine Marketing-Aspekt. Jetzt wahrscheinlich nicht so sehr. Oder Peter, so war das auch in deinem Modul. Also jetzt nicht so sehr der Einsatz in der Bildung, sondern eher um Bildungsangebote zu bewerben, um sich vielleicht zu vernetzen auch mit den Zielgruppen. Ja, natürlich ein weites Feld, Ziele und Nutzen des Einsatzes sozialer Medien, Lernen mit Facebook. Ich meine, diese Themen sind natürlich jetzt deutlich weiter, als wenn wir ein Tool besprechen. Aber wir haben jetzt noch gut 20 Minuten Zeit, uns diesen Fragen zu widmen. Womit sollen wir anfangen? Wer gibt uns die erste, vielleicht sogar auch provokante Frage in den Chat? Ich meine, das Thema ist ja nicht unbedingt ein ganz einfaches. Es gibt natürlich auch ein bisschen Befürchtungen, ja, was passiert da und überhaupt und soll ich und genau, es gibt Lob für die drei Videos. Herr Peter. Wir hatten eine lange Entstehungsgeschichte. Aha, fangt mit dem letzten an, damit alle dranbleiben. Okay, das ist ein. Aber die sind ja alle relativ gleich weit auf. Lernen mit Facebook. Ich meine, damit machen wir auch gerade Erfahrungen in der Facebook-Gruppe. Wie läuft diese Facebook-Gruppe? Es gibt auch die Begleitgruppe, die Barbara angelegt hat, finde ich auch super. Wie läuft diese Facebook-Gruppe aus deiner Sicht, Peter? Und was meinen die anderen? Ist Facebook ein Lernmedium? Also die Facebook-Gruppe haben wir ja so als Begleitangebot auch zusätzlich gebaut, weil Facebook-Gruppen zumindest ein relativ guter Ort sind, wo man sehr schnell und niederschwellig und was in diesen Lernsettings immer wieder toll ist, so einen Klick entfernt von der unter Anführungszeichen normalen Welt seinen Lernraum finden kann. Und wenn man Facebook-Gruppen gut nutzt, hat man dort einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten. In unserem Falle haben wir, aber das ist jetzt so ein bisschen im System, haben wir natürlich die Facebook-Gruppe total ausgereizt, weil da jetzt, wenn ich dort hinklicke, 200 Mitglieder interessanterweise jetzt genau sich dort tummeln. Es ist viel ausgetauscht worden, auch viel kommuniziert worden. Interessanterweise, was Facebook-Gruppen auch immer wieder so zeigen, kommuniziert wird am Abend. Also so über gestern, glaube ich, bis 23 Uhr so immer wieder mal online. Da merkt man, da sind viele Menschen unterwegs, die sozusagen dann auch ihre ja, Inhalte reinspielen oder nachlesen. Das war ein großes Thema, das ist eigentlich ein großes Thema bei Facebook, immer wieder die große Frage, wie gehe ich dann mit dieser Fülle an Informationen um? Wie kann ich diese gesamte Information, die auf mich einprasselt, irgendwie ordnen? Und da gibt es zumindest von Facebook-Gruppen aus meiner Sicht so mehrere Zugänge. Das eine ist, Gruppen so klein als möglich zu machen. Lerngruppen, wenn man da so 30 Leute beispielsweise drinnen hat, dann kriegt man relativ gute Übersicht. Wir bei 200 Menschen haben natürlich schon sowas wie eine Content-Dichte dort drinnen. Aber auch, wenn man so einen großen Content hat, gelingt es relativ einfach, mit ein bisschen Übung sozusagen einen Blick zu kriegen, was ist für mich wirklich wichtig. Facebook-Gruppen haben dann noch den Vorteil, dass aktuell kommentierte oder gelikte Beiträge wieder ganz nach oben rutschen. Zugegeben, aber trotzdem, man braucht ein bisschen so eine Übung, damit man sich dort einschaut und man braucht, ich sage das immer, so etwas wie Gelassenheit, dass einen gute Information vielleicht ein zweites Mal auch noch findet oder sich jemand aufregt, wenn man nicht entsprechend schnell geantwortet hat. Also Stefan meint, das ist unübersichtlich, wie auch Martha, man findet kaum etwas wieder. Mhm. Aber es gibt die Suchenfunktion immerhin. Man kann nach Stichworten suchen, glaube ich. Aus meiner Erfahrung, ich glaube, die Barbara Buchecker hat es gestern auch gepostet, aus meiner Erfahrung ist es wie bei jedem, unter Anführungszeichen, neuen Medium,
Man braucht am Anfang ein bisschen Zeit, bis man sich in diese Streams eingeschaut hat. Und es geht dann im Laufe, also es gibt so diesen Punkt, wo alle sagen, um Gottes Willen, ab morgen tun wir das weg, weil das ist Informationschaos pur. Wenn man diesen Peak einmal überschritten hat, dann kommt man oft in die eher produktive Phase, wo man gelernt hat, was postet man dort drinnen, wie wird's kommentiert und so weiter. Also es hat viel, diese Tools haben auch viel damit zu tun, in welcher Kultur und mit welchen sozusagen Werten nutzen wir sie. Ja, also was ist so dieses Gemeinsame? Kann man in Facebook-Gruppen eigentlich auch Tags verwenden, also Hashtags, um irgendwie da thematisch zu sortieren? Ja, funktioniert, wenn man dort mit diesem Hashtag und einem Begriff dazu ein Wort markiert, entsteht daraus ein anklickbares Wort. Der einzige Nachteil ist, dass es in der Suche dann wieder sozusagen zwar diese Facebook-Ergebnisse aufzeigen, aber auch andere Ergebnisse mit diesem Hashtag dazukommen. Also es ist eine halboptimale Lösung. Ja, IMOC findet Foren besser, wenn sie gut gemacht sind. Genau, Teilnehmerzahl begrenzen ist ja auch ein Vorschlag, damit es übersichtlich bleibt. Genau, wie kann argumentiert werden, dass Facebook-Betreuung für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Arbeitszeit und nicht privater Freizeitspaß sind? Ich meine, Facebook Ja, wird. das trifft den Nerv einer Organisation. Wenn der Nutzen nicht klar ist von sozialen Medien, beziehungsweise oft auch so erlebt ist, die Führungsebene davon nicht wirklich begeistert oder überzeugt ist, dann wird Facebook sehr schnell oder soziale Medien werden das sehr schnell so als etwas abgetan, was man halt in der Freizeit und privat macht. Und was wir viele auch in der Freizeit und privat tun, wenn man es beruflich nutzt, kehrt dazu, dass man entsprechende Strategie macht. Und in dieser Strategie gehört dann halt auf alle Fälle rein, dass das auch jemand, wenn es um Unternehmenskommunikation geht, betreuen muss. Ist so der Knackpunkt eigentlich bei Unternehmen. Aus meiner unternehmensberaterischen Sichtweise, wenn ich sehr lange Zeit dort verbrauche, um herauszufinden, ob überhaupt jemand bereit wäre, das zu tun oder ob es Ressourcen gibt, ist das meistens so ein weicher Indikator dafür, dass man sagt, lasst es lieber mal und schaut's. Aber ohne sozusagen Ressourcen abzustellen für die Social Media Arbeit funktioniert das in den wenigsten Ja, Fällen. dazu passt hier gut der Eintrag von Ina in Hellrot dazu, dass das oft nicht honoriert oder finanziert wird, wenn man dort einsteigt. Noch eine wichtige Frage hat auch Gabi schon vor ein paar Minuten gestellt. Wie sieht es aus bei Facebook mit Datensicherheit? Ich meine, das ist natürlich jetzt wirklich ein ganz ein weites Feld und das möchte ich jetzt gar nicht allzu weit aufmachen, aber jetzt mal ganz kurz deine Stellungnahme auch dazu. Also grundsätzlich, und das bezieht sich auf sehr viele Social Media Plattformen, handeln wir dort mit einem Gut und das heißt unsere Daten. Also wir bezahlen die Nutzung von Facebook damit, dass Facebook auf unsere Daten zugreift. Blöderweise müssen wir nicht einmal bei Facebook dabei sein, dass Facebook auf unsere Daten zugreift. Und ich halte den Punkt schon für sehr wichtig, darüber nachzudenken, wohin entwickelt sich das und was bedeutet das auch für mich als jemand, der da drinnen ist oder eben aus bestimmten Gründen deshalb auch nicht drinnen ist. Und in Lerngruppen oder beim Aufbau von Social Media Gruppen ist das Thema sofort da. Ja, also die Frage, was passiert mit meinen Daten und wo gehen diese Daten hin und wie gut sind die geschützt, spielt dort eine große Rolle. Man muss aber auch dazu sagen, das ist immer so ein bisschen ein Graubereich, ja, weil ich bin weder Facebook-Techniker noch, so, also alles das, was ich dort in Bezug auf Daten weiß, habe ich auch sozusagen aus Zweitquellen irgendwie erfahren. Aber es muss uns bewusst sein, dass das Nutzen von sozialen Medien mit dem Preis der eigenen Daten bezahlt werden. Genau, also Stefan schreibt hier ja auch, Nutzungsrecht an vielen Daten behält sich Facebook vor, verweist hier auch auf die Facebook, AGBs. So beruflich und privat schreibt Peter hier, das ist schwer zu trennen und eigentlich hat er jetzt auch schon Feierabend, ja, es ist 17:30 Uhr. Und ich glaube, wir Die gehen auch Einfache. langsam dann zum nächsten Punkt.
dem mit den zweitmeisten Stimmen, wenn das okay ist. Das wäre dann die Frage nach Ziele und Nutzen des Einsatzes sozialer Medien. Das hast du bezogen jetzt aber auf den Bildungskontext ganz konkret. Genau. Das ist jetzt nicht mehr ja, so eng ja. wie Facebook, aber es geht jetzt überhaupt um, also ich Twitter, Instagram oder Blogs für Bildungszwecke. Die letzte Frage würde dann das Marketing betreffen, oder? Das ist die Trennung. Vielleicht da noch einmal so der Hinweis, das kam auch in den Forenbeiträgen beziehungsweise auch immer wieder mal so in Facebook, Social Media zu verwenden ohne entsprechende Ziele, also ohne dass man sich irgendwann überlegt hat, wofür tue ich das, und wenn es nur Privatvergnügen ist, ist etwas, was nicht besonders empfehlenswert ist. Den Fehler machen sehr, sehr viele Privatpersonen, aber vor allem auch kleinere Unternehmen, Einzelpersonen, Unternehmen, Bildungsunternehmen, größere Unternehmen, sie haben sich nie überlegt, wofür nutze ich soziale Medien. Und aus meiner Sicht gibt es eben so drei wirklich sehr, sehr klassische Dinge, wobei der erste Punkt der wichtigste ist aus meiner Sicht, nämlich soziale Medien sind ein wunderbares Instrument, um sich mit anderen Menschen zu vernetzen und sozusagen andere Menschen zu abonnieren. Das ist vielleicht etwas, was ich noch ein bisschen unterstreichen möchte, weil ich habe sehr viele Menschen im Bereich Projektmanagement und Social Media aus der Schweiz, aus Deutschland, mit denen ich sehr, sehr eng mittlerweile zusammenarbeite und verknüpft bin, die ich überhaupt noch nie gesehen habe. Mit denen ich sozusagen über Social Media Kontakt aufgenommen habe, mich mit denen verknüpft habe, und es ist mittlerweile sehr spannend, was beispielsweise auf Twitter passiert, wie viele Menschen dort drinnen sind und dort einfach sinnvolle Dinge posten, auch was teilweise in Facebook passiert oder in anderen Plattformen, so eine wunderbare, ein wunderbares Ziel dazu heißt, einfach sich mit Menschen zu vernetzen und entsprechend gute Informationen hereinzukriegen, die noch dazu auch schon, wenn es entsprechend spannende Menschen sind, bewertet und aufbereitet sind. Ja, und ich meine, diese Vernetzung ist irgendwie eine Begleiterscheinung dann des Einsatzes von sozialen Medien in einem Lernkontext. Beispielsweise. Vielleicht kannst du irgendwie kurz, wir haben das auch in der Vorbesprechung auch kurz darüber diskutiert, das Stichwort Konnektivismus. Mhm. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Also sozusagen dieser Zugang, wo ich sage, wenn ich möglichst viele spannende Menschen, wenn ich mich mit möglichst vielen spannenden Menschen vernetze, dann haben die Informationen für mich. Und dann passiert Lernen schon allein deshalb, weil ich eben auf die Informationen von diesen Menschen zugreifen kann, auch auf bewertete Informationen zugreifen kann, im Sinne von, wenn jetzt eine Universitätsprofessorin in Bern über XY schreibt, dann kann ich davon ausgehen, dass das nicht nur ein Inhalt ist, der halt so daherflattert, sondern auch ein guter Inhalt, den man gut nutzen kann fürs weitere Lernen. Und man kann sich dann eigentlich so Lern- und Wissensnetzwerke aufbauen, damit erspart sich vieles an Recherchearbeit. Ich würde so in meinem Bereich vermuten, ich beziehe mittlerweile 80% meiner spannenden neuen Informationen über Twitter und andere Social-Media-Kanäle, auch 80% an der Bücher, die ich immer bestelle, finde ich genau dort. Also es heißt nicht, dass das nicht gelesen wird oder sonst irgendwie was. Ja, und ich meine auch die Facebook-Gruppe, die jetzt eingerichtet worden ist von dir im Zuge des MOOCs, ist ja auch ein Aspekt, dass das irgendwie nachhaltige oder gewisserweise nachhaltige Vernetzung darstellt, die eben nach dem MOOC auch noch wirksam sein kann und hilfreich. Ja, gehen wir wieder einen Schritt weiter. Überschrift lautet hier Social Media Strategie von Bildungseinrichtungen. Ich frage mich jetzt gerade, Social Media hat so viel mit Ausprobieren auch zu tun und Erfahrungen sammeln. Ist Strategie da nicht ein bisschen hochgegriffen? Ja. Das Thema Strategie in Social Media bedeutet, dass man zumindest einen groben Rahmen haben sollte, wo diese Reise hingeht. Heißt, dass es mir sehr klar sein muss, als Einrichtung oder auch als Privatperson,
Wofür nutze ich soziale Medien? Was ist der Mehrwert dahinter? Ist der Mehrwert der, dass ich sage, ich habe viel Wissen und vernetze mich mit vielen Menschen? Ist der Mehrwert der, dass ich mit unterschiedlichen Leuten mich in Echtzeit austauschen kann? Oder ist der Mehrwert der, dass ich zum Beispiel sogar Supportanfragen oder, keine Ahnung, Beratung niederschwelligster Natur über soziale Medien auch abwickeln kann? Also ich muss relativ genau wissen, was ist mein Ziel? Meiner Erfahrung nach kommen Menschen, und ich bin so eine Ansprechperson, bei der immer wieder mal auflaufen, zu mir und sagen, wir brauchen jetzt dringend eine Facebook-Seite oder wir brauchen dringend einen Blog oder es braucht dringend jetzt Instagram. Und die Frage ist schon falsch, ja, weil die Facebook-Seite kann sinnvoll sein, sie kann aber auch komplett sinnlos sein. Also wichtig ist zu wissen, was ist mein Ziel, das ich in sozialen Medien verfolge, weil wenn das Ziel klar ist, kann ich das auch im Organisationskontext argumentieren. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dann braucht es auch entsprechende Ressourcen. Mhm. Genau, jetzt um das weiterzudenken und auch Ressourcen oder auch die Frage, wer macht mit? Lothar Böhm hat ja gefragt, soll man Trainerinnen und Trainer mit einbeziehen in die Social Media Kommunikation einer Bildungseinrichtung? Ich habe da sehr biblisches Bild immer, wenn ich diese Dinge erzähle, nämlich viele Organisationen scheitern an dem Punkt, dass es dort einen Social Media Beauftragten gibt und alle anderen das nicht besonders spannend finden. Ich habe da eher dieses biblische Bild von den 12 Aposteln. Wenn es gelingt, dass 3, 4, 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Organisation so diese ersten Multiplikatorinnen sind für die Organisation, heißt auch, da sind wir in einem sensiblen Bereich, weil die müssen auch ein bisschen stolz sein auf die Organisation, sonst machen sie das nicht. Ja? Dann ist das Beste, was passieren kann für konstruktive Kommunikation nach außen hin gelegt. Umgekehrt formuliert, wenn die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Facebook, das Facebook-Profil beispielsweise einer Organisation so behandeln, als würde es nicht existieren, wenn man sagt, na eigentlich will ich mit der Firma gar nichts zu tun haben, dann hat man natürlich eine Riesenbaustelle. Also diese Multiplikatorinnen-Ebene, Mitarbeiter, Mitarbeiterin, Trainer, Trainerin zu nutzen, ist das Beste, was passieren kann. Ja. Mhm. Mhm. Gut, jetzt überlege ich, welche Frage wir hier als nächstes reinnehmen. Martina, was schlägst du vor? Birgit, dein Mikro läuft nicht. Ja, ich wollte gerade vorschlagen, wir haben ja auch noch versprochen, am Schluss allgemeine Fragen zu beantworten. Genau, genau. Dafür hätten wir noch 20 Minuten Zeit bis zum Ende. Das könnten wir tun jetzt vielleicht. Ja, genau, wir haben ja bis um, genau, wir haben eigentlich bis um 18 Uhr. Genau. Ich habe schon angesteuert. Da hat Martina 2 schon rein für dich vorbereitet. Zum Beispiel mit welcher Software die Videos aufgenommen werden von uns. Also das ist so verstehe ich diese Frage jetzt, die da für den Schluss gepostet wurde. Das können wir einfach beantworten. Also wir haben unsere Videos mit Camtasia erstellt und bearbeitet, fast ausnahmslos. Peter Webhofer auch mit Camtasia für Mac. Ja. Was ein bisschen schwierig war, das muss man vielleicht dazu sagen, diese beiden Versionen, Mac und PCs, waren nicht 100% kompatibel, aber wir haben das dann auch hingekriegt mit dem Update. Vielleicht da als kleiner Tipp, PowerPoint-Präsentationen zeichnerisch zu gestalten und die so zu animieren, tut solche Online-Sachen relativ schnell so ein bisschen lebendiger machen. Ich habe da früher eine Frage auch vernommen von Lothar Böhm. Kann man das unterbinden oder wie hole ich Trainer ins Boot, dass sie die Unternehmenstools verwenden? Ja? Ich verstehe das auch und eben nicht Facebook oder Co. Das ist eine Frage, die uns auch ein bisschen auf die Metaebene führt oder auch auf der Strategieebene vielleicht angesiedelt ist. Meine Antwort dazu, weiß nicht, wie du das siehst, Peter oder die anderen, wäre ja, es funktioniert das, was genutzt wird. Ja? Und also ich erlebe immer wieder, dass ich Moodle verwende für einen Kurs und
das Forum dann halt nicht so genutzt wird, weil die Leute eh in Facebook sind und da kann ich sie erreichen und in das Forum hineingehen, sich anmelden, dann halt auch oft eine Hürde auch ist, ja. Also man mag sozusagen sehr kritisch gegenüber verschiedenen Aspekten von Facebook sein, aber wenn die User da sind und meine Teilnehmenden da sind, dann ist das halt ein Medium, das funktionieren würde, ja. Im Gegensatz vielleicht zu einem Forum, wo ich erst ein paar Zugangshürden vorher nehmen muss, bis ich dort bin, bis ich mitkriege, was da gepostet wird und so weiter. Das ist halt ein starkes Argument für eine Facebook-Gruppe zum Beispiel, ja. Insofern wird sich für mich die Frage gar nicht so sehr stellen, obwohl ich natürlich verstehe, dass es aus unternehmenspolitischer Sicht der ganz wesentliche ist, wie hält man die Leute bei den eigenen Tools. Aber da überholt uns halt zum Teil die Entwicklung und dort, wo die Lernenden sind, dort müssen wir hin, glaube ich. Ja? Ja. Auch wenn wir sie natürlich einladen können, aber ja. Was immer sehr empfehlenswert ist, ist tatsächlich das auch auf einer organisationsentwicklerischen oder auf einer Teamebene gemeinsam zu betrachten und zu beleuchten und da zu schauen, was macht wirklich noch Sinn und was macht nicht mehr Sinn, weil diese vielen Tools führen ja unter anderem auch dazu, dass man dann fast so einen Führer braucht durch die unterschiedlichen Tools und da ist es oft hilfreich zu schauen, welche zwei oder drei Tools verwendet man jetzt wirklich und die verwenden dann alle. Und von welchen anderen Tools verabschiedet man sich auch? Also so Tool-Begräbnisse sind durchaus immer wieder empfehlenswert in Organisationen, weil sie da so viele Dinge ansammeln, wo man dann nicht weiß, ist es jetzt noch oder ist es nicht mehr irgendwie aktuell, dieses einzelne Tool. Und diese Kulturdimension hängt ganz stark auch von der Führung ab. Also macht Führung dort mit, funktioniert das? Also sind Führungskräfte begeistert in sozialen Medien, dann geht meistens sozusagen der Funke nach unten über. Sind Führungskräfte irgendwie sehr reserviert bis negativ eingestellt, dann ist es immer ein Problem der mittleren oder dritten Führungsebene und die sind dann immer auch schuld, wenn irgendwas nicht so praktisch und gut funktioniert. Also ich schaue immer relativ genau darauf hin, sieht die Führung einen Mehrwert oder nicht? Wenn nicht, dann gibt es noch ein paar so kleine Korrekturmöglichkeiten, aber das ist dann meistens schon so ein Indikator dafür, dass man sagt, wirklich erfolgreich wird es vielleicht nicht werden. Ja, Corneli hat ja noch gefragt nach einem Tool für Quiz oder ja, Umfrage, ja Quiz was konkret anzulegen, wo man auch mit Smartphone teilnehmen kann. Ich habe da Google Forms empfohlen, aber vielleicht gibt es auch noch andere Vorschläge. Ja, müsste ich jetzt, also ich habe sowas, weil ich habe eine Tools-Liste für die Basisbildung und da wird unter anderem mit Quizzes gearbeitet, aber das habe ich jetzt nicht bei der Hand. Also ich habe den Link nicht bei der Hand. Sowas gibt's. Ich meine, mit Hot Potatoes geht es relativ leicht, aber da kann man dann glaube ich nicht am Handy. Ich kann das jetzt nicht ausreichend beantworten, leider. Ich bin noch ein bisschen gehängt bei der Frage von Michaela Petanik weiter oben. Die Strategien, aber das ist jetzt vielleicht inzwischen beantwortet, die Strategien in der großen, weiten Bildungswelt. Da bist du aber jetzt eh auch. Das hast du jetzt implizit eigentlich beantwortet, Peter, gell? So mit diesem, auf der einen Seite so die Führungsebene ganz stark sozusagen einzubinden. Auf der anderen Seite greife ich da einiges, würde ich aufgreifen aus dem Chat, so im Sinne von doch auswählen, welche Tools man verwendet und unter Umständen welche auch man nicht. Man kann es vielleicht wirklich zusammenfassen, diese eine Strategie gibt es nicht. Also die lässt sich gut in Büchern verkaufen, aber in Wirklichkeit ist jede Organisation sozusagen gefordert, sich selber mit ihrer eigenen ganz individuellen Strategie auseinanderzusetzen und die auf 4 Seiten zu verschriftlichen. Was sind die, also eh so wie in diesem Strategieentwicklungspapier, das im MOOC auch dabei ist, was sind unsere Ziele, wer sind die Zielgruppen, welche Inhalte stiften dort wirklich einen Mehrwert, wer kann das in welcher Plattform wie umsetzen. Also diese Fragen ist es sehr, sehr zu empfehlen, wenn man sich in der Organisation Crossover eigentlich über die wichtigen organisationalen Bereiche hinweg miteinander zusammensetzt und sowas baut. Ich möchte auch noch kurz einhaken.
weil diese strategische Frage oft so unter, überwiegend unter dieser Marketingperspektive gesehen wird. Also ich möchte es als Didaktiker beantworten. Ja. Was ist denn auf einer Institutionsdidaktikebene eigentlich? Ja? Wenn ich als Organisation mich entscheide, zu sagen, wir arbeiten nach konstruktivistischer Didaktik und ich verwende nur geschlossene Systeme, ja, dann stimmt was nicht zusammen. Ja. Dann muss sozusagen, ich muss ja diese Tools auch erlauben, die dann auch dieses Lernen ermöglichen. Ja. Und das ist ein Widerspruch, den man sich, glaube ich, jetzt als große Bildungseinrichtung vielleicht auch, oder als eine, die da bewusstes Verständnis auch hat und versucht zu leben, auch stellen, inwieweit, ich meine, da kommt man halt an diesen, wie es so schön heißt, an diesen disruptiven Entwicklungen nicht vorbei. Nicht? Da passieren halt sozusagen, da holen uns halt die Realität ein in einer strukturierten Politik, einer Institution. Und die Tools können halt was anderes und erlauben was anderes. Ich bin mir völlig bewusst, dass das immer wieder rechtliche Probleme auch schafft und Regelungen sozusagen da auch zu prüfen sind. Aber wie gesagt, wenn ich didaktisch da ein Grundkonzept habe, dann ist die Frage, welche Tools passen dazu und welche verwende ich vielleicht, die diesem Konzept gar nicht entsprechen. Ich greife jetzt dann eine Frage aus dem Chat. Marktfaktor, Social Media, Auftritt in der Wirtschaft, ist einer, der nicht zu unterschätzen ist. Ja? Also es gibt unterschiedliche Studien, die sagen, dass vor allem eine jüngere Zielgruppe sich sehr, sehr stark an den Social Medias orientiert. Was dort vielleicht das Interessante ist für den Bildungsbereich, ist das, dass es dort in sozialen Netzen zu Empfehlungsmarketing kommt. Ja, wenn man also, wenn man jetzt nach etwas sucht, wenn man jetzt nach einer Ausbildung sie umschaut, dann kann es einem auch passieren, dass so eine Ausbildung in sozialen Netzwerken mehr oder weniger empfohlen wird. Das andere, was momentan absolut relevant ist für den Marktauftritt, ich versuche es an einem Beispiel zu illustrieren. Ein Freund von mir hat versucht, vor 3 Tagen einen Content-Management-Lehrgang zu finden für sich. Und der hat dann gesagt, du, gibt es da lauter schlechte Lehrgänge, weil die sind alle so schlecht beschrieben, die haben so einen schlechten Auftritt in den sozialen Medien, die haben so schlechte Webseiten teilweise, was ist da los? Und das darf uns nicht so ganz kalt lassen in der Bildungsarbeit, dass viele Erstkontakte mit unserer Einrichtung übers Web passieren, also über die Website, dann schaut man sich an, gibt es dort einen Blog, ist die Website so gemacht, dass sie auch mobiltauglich ist, vermittelt die Professionalität, vermittelt die Angebote und der zweite Klick heißt dann, gibt es dort irgendwie einen spannenden Auftritt in den Social Medias, wo ich mal so relativ unbefangen ein Kennenlernen mit der Organisation veranstalten kann. Also das denke ich mal so, der erste Touchpoint oft mit Einrichtungen im Bildungsbereich, nicht nur, ist immer wieder mal ein Webauftritt und heißt dann auch, ich schaue mal bestimmte Social Media Kanäle an und wenn ich dort das Gefühl habe, da werde ich verarscht oder da geht mir zu viel Marketing Speech auch auf die Nerven, dann ist die Einrichtung für mich relativ schnell einmal nicht so besonders spannend. Also soweit zu dem Marktauftritt, ja, ganz, ganz wichtig, wird wahrscheinlich immer wichtiger. An dieser Stelle, ich habe es gerade im Video auch erwähnt, weise ich noch einmal darauf hin, machen Sie gute Blogs. Ja? Also versuchen Sie einfach gute Webseiten zu machen mit guten Blogs. Das ist immer so die Basis, die wird oft ein bisschen stiefmütterlich behandelt, wenn man so Freude hat über die vielen Instagram-Fotos, die man halt so machen kann. Ich glaube, wir verlassen langsam diesen Social-Media-Bereich und runden dann überhaupt ab. Aber eine wichtige Frage ist ja noch von Margot an dich, Peter. Hast du einen Tipp für ein Tool, wie man den Erfolg eines guten Social-Media-Auftritts messen kann? Da kommt uns ein bisschen Facebook entgegen. Mit Facebook-Seiten funktioniert das relativ gut. Wo ich zum Beispiel schauen kann, welche Reichweiten übernehmen. Ich bin ein bisschen ein Skeptiker von allen anderen Tools und rate eher dazu, so eigene Umfragen zu machen. Also wir haben in unserer kleinen Einrichtung jetzt gerade so eine Umfrage konzipiert, wo wir auch schauen, wie viele Menschen kommen denn aufgrund von sozialen Medien zu uns. Ja, also wie viele Menschen nehmen Bildungsangebote wahr aufgrund von sozialen Medien. Was auch interessant ist, ist hinzuschauen, steigere ich über soziale Medienverlinkung meinen Zugriff auf die Website. Ja, auch da gibt es sozusagen recht einfache Zusammenhänge,
die man gut so monitoren kann und drüber schauen kann. Aus meiner Erfahrung ist sozusagen das persönliche Gespräch das Spannende. Also drauf zu kommen, woher kommen Menschen überhaupt? Wie finden sie mein Angebot? Wie finden sie meinen Social Media Auftritt? Das ist viel spannender als die Frage, habe ich da 10 Likes oder 20 gefällt mir Angaben drauf. Also persönliches Gespräch und die Webseiten gut auswerten, wäre so mein Tipp. Gut, ich sehe noch eine interessante Frage, kritische Anmerkung, Passwörter und so viele Anmeldegeschichten und da wollte Wilfried darauf antworten. Ja, der Kommentar ging zum Modul 2. Wir haben da viele Tools. Meiner Erinnerung nach sind all diese Tools bis auf Padlet so vorgestellt, dass man sie ohne ein Konto verwenden kann. Ja? Aber natürlich gibt es bei all diesen Tools ein Konto. Ganz einfach, weil natürlich erstens einmal, wenn ich das öfter verwende, ich ja auch meine Dinge verwalten können soll und auch wiederfinden können soll im Daten-Nirvana. Ja? Und zum Zweiten gibt es eben natürlich, haben diese Dienste, wenn sie was kostenlos anbieten, auch letztendlich auch ein Interesse, vielleicht auch eine kostenpflichtige Version zu verkaufen. Das kann man ihnen auch nicht übel nehmen. Ja? Aber von diesen 7 Tools, die wir vorgestellt haben, sind 6 meiner Erinnerung nach also auf jeden Fall ohne Account auch zu verwenden. Wir haben auch an einer anderen Stelle darauf hingewiesen, dass man ja die Möglichkeit hat, bei vielen Tools inzwischen über einen Account, den man bei einem großen Dienst wie Facebook oder Google hat, auch einen Zugriff sich zu holen. Das heißt, keinen zusätzlichen Username oder Passwort zu brauchen. Ich weiß natürlich, wir wissen, dass das verbunden ist mit einem Datenaustausch zwischen diesen Diensten. Ja? Das macht uns ein bisschen gläserner. Das muss man sich bewusst sein. Wenn man sich dafür entscheiden kann, ist allerdings vieles auch leichter. Ansonsten empfehle ich sehr, Passwortmanager oder Ähnliches zu verwenden. Wir haben auch noch weitere hilfreiche Tipps da in unseren Unterlagen verlinkt dazu. Genau. Ich habe ja auch einen Tipp reingeschrieben, Trash-Mail. Also da kann man sich eine ganz anonyme E-Mail-Adresse besorgen, um sich einfach mal kurz anzumelden und das auszuprobieren. Noch reingepostet, auch so eine relativ brauchbare Übersicht über kostenlose Online-Monitoring-Tools. Die sind immer wieder auch gut nutzbar. Meine Erfahrung ist, dass man sie eher nicht nutzt. Gut, Birgit, dein Mikro läuft jetzt nicht mehr. Moment. Ja, das war meine Schuld. Mir ist an dieser Stelle auch noch wichtig, auf diese wiederholten Einwendungen einzugehen. Mir wäre es lieber, ich müsste nicht meine Daten freigeben, ob über Facebook oder sonstiges, um etwas auszuprobieren. Also uns ist das ja sehr bewusst. Ja. Also wir sind ja da, wir stehen einfach an dieser Problematik gegenüber, die sich durch die Nutzung dieser Tools ergibt und sehen das alles. Also wir haben jetzt sozusagen den MOOC als solches so aufgesetzt, dass man den MOOC auch absolvieren kann, ohne diese Dinge zu machen. Also wenn ich jetzt wirklich einfach aus Überzeugung Facebook nicht nutzen möchte oder meine Daten nicht freigeben möchte, dann, wenn es nur darum geht, den MOOC zu absolvieren, die Tests kann man auch, die Quizzes besteht man auch ohne die Dinge so konkret und im Detail auszuprobieren. Darauf haben wir wenigstens bei den Quizfragen Rücksicht genommen, ja. Gut, also ich glaube, wir müssen jetzt wirklich in die letzte Runde gehen. Jetzt wird es dann bald 18 Uhr. Was gibt es noch anzumerken hier von Seiten des Podiums? Vielleicht auch Hinweis schon, wie geht es mit dem MOOC weiter? Was passiert beim nächsten Webinar? Es gab hier die Bitte auch die Infos aus dem Chat, diese vielen Links, die hier geteilt werden, Genau. sammeln. Also dazu hätte man einen ganz, ganz konkreten Vorschlag. Bitte seien Sie so lieb und klicken Sie einfach in den Chat. Kleine Live-Übung für alle gemeinsam. Und einmal auf Steuerung A und dann auf Steuerung C. Dann haben Sie alle den Chat in Ihrem Zwischenspeicher. Und das klingt jetzt ein bisschen arrogant, wie ich das gesagt habe, wahrscheinlich, aber es geht einfach darum, dass wir Sie einladen, den gesamten Chat für sich zu kopieren, weil nicht nur Links drinnen sind, sondern manchmal auch eingestreute Antworten, die einfach weit weiter unten kommen und als Textantwort kommen und wirklich Antworten auf Ihre Fragen sind. Ich glaube, das müssen wir nochmal extra schicken. Es ist nämlich nicht der ganze Chat mehr hier kopierbar. Der ist schon ein bisschen Oh. verschwunden. Ja.
Aber Das ich heißt, habe ihn, man kann ihn ja, das trotzdem rausholen, Chatprotokoll den kann man Chat. natürlich, ich meine, Und bitte Chatprotokoll ein kann man natürlich, Chatprotokol kann man, das ist kein glaube ich, Problem. bereitstellen. Ja, es ist nämlich hier nicht mehr komplett Ja. vorhanden. Ja, dann Entschuldigung, entschuldige mich für die irreführende Anleitung. Wir stellen ein Chatprotokoll Ich habe bereit, es gerade klar. ausprobiert. Ja. Ja, war glaube ich, irgendwie eine sehr schöne Runde, toolbezogen und dann auch die Meta-Ebene, Social Media, wie kann man es einsetzen in Bildung und für die Kommunikation von Bildungsangeboten. Birgit, sag noch, wie geht es weiter mit dem Ja. MOOC jetzt? Also ich beantworte noch schnell für Almut Knopp, wo wird das Protokoll dann auffindbar sein? Also ich denke, wir werden das zum Download der also zum Download-Link vom Webinar dazugeben, also bei der jeweiligen Einheit dort, wo Sie sich auch einloggen für das Webinar. Okay, deine Frage war, wie geht es weiter mit dem eBMOOC? Ja? Also die nächste Einheit wird wieder eine, die konkretere Tools enthält, aber auch so zu E-Learning und Blended Learning eine gute Mischung enthält. Glaube ich auch mit Dingen, die jetzt schon gewünscht waren und angesprochen wurden. Also es ist schon ein paar Mal die Frage nach Moodle aufgekommen, auch als Alternative vielleicht zur Facebook-Gruppe. Dazu gibt es in der nächsten Einheit mehr und konkretere Infos, auch wieder mit einer Ausprobiermöglichkeit. Und in der übernächsten Einheit geht es ja um offene Bildungsressourcen. Das wird auch wieder eine sehr praxisbezogene Einheit werden. Das heißt, in diesem nächsten Webinar, wo wir uns sehen werden, gibt es jede Menge Stoff zum Nachbesprechen, sowohl zu offenen Bildungsressourcen als auch Moodle, als auch ein paar Tools, die man dann ganz konkret probieren kann. Also wir wünschen uns einfach, dass Sie so lebendig und engagiert mit uns da weiterwirken. Es ist wirklich eine Freude. Gut, das nächste Webinar findet genau in 2 Wochen statt, oder? Heute in Das 2 Wochen. findet genau in 2 Wochen statt heute. Sehr Aber gut. die Facebook-Gruppe lassen wir auch so, wie sie ist, oder? Für Fragen zu Social Media. Ja, alle unsere Kommunikationskanäle, denke ich, bleiben offen und sollen verwendet werden. Wäre mal so meine Idee. So, einen Moment, ich muss hier was wieder ausblenden. Jetzt passt's. Jetzt haben wir uns alle ein bisschen größer. Wollte noch was anmerken jetzt, Wilfried, Peter, Ich bin sehr Martina. angetan von dem intensiven Austausch. Wir haben die Zeit, glaube ich, gut genutzt und mir war in diesen 1,5 Stunden jedenfalls nicht langweilig. Auch die wenigen Ausstiege unterwegs sozusagen zeigen mir, dass das, glaube ich, heute gut geklappt hat. Freue mich sehr und auch auf das nächste Mal. Inzwischen viel Freude beim MOOC. Genau. Birgit, mach nur Daumen hoch, auch gut. Ja, zum Abschied, weil das auch letztes Mal so lustig war, wiederholen wir das auch. Alle Kameras dürfen aktiviert werden und es darf zum Abschied gewunken werden. Und ja, einfach wieder, um zu sehen, wer alles da ist und um diesen vielen MOOC-Teilnehmenden ein bisschen ein Gesicht zu geben. Horst mit Gitarre im Hintergrund, Stefan mit Büchern im Hintergrund. Marina hatte vorhin eine schöne Katze, die würde ich gerne wiedersehen. Aber die ist jetzt offenbar, die mag jetzt gerade nicht in den MOOC. Sind viele bekannte Ah, da Gesichter ist aus der sie. Facebook-Gruppe. Da ist die Katze. Ja. Ich glaube, es ist eine Siamkatze, soweit. Wie sagt man Kynologisches bei Hunden? Katzenkenner. Wie nennt man da Katzen? Katzenkunde ist nicht Kynologie, wer weiß das? Eine MOOC-Katze, wie schön. Andere Viele Katzen dürfen bekannte natürlich auch. Gesichter, das ist sehr fein. Andere Katzen dürfen auch kommen, wenn sie Was wollen. ich auch noch, Stefan Czacinowicz, den werden wir im letzten Modul auch noch sehen, wenn Sie da einen ersten Blick auf ihn werfen möchten, den haben wir hier auch noch live mit dabei. Er winkt gerade. Aha, eine Zeitung. Werbung für Trump? Nein. Das Thema haben wir heute ausgespart, den Trump und Twitter. Ja, bitte. Na, aber das ist ein sehr hübsches Martina hat zumindest die Schlussbild. jüngste MOOC. Eine kleine, genau, Oberkleinerin. Melinda. Eine kleine Muki. Hallo. Kleine Muki.
Sehr schön. Steht Wir aber auch lesen sehr uns. wahrscheinlich, was die Erwachsenen da für seltsame Dinge machen, gell? Wir lesen uns dann wieder in den diversen Foren auf Facebook und auf der MOOC-Plattform. Und wir sehen uns hoffentlich wieder in der einen oder anderen Begleitgruppe oder sogar mit Ton bei Martina. Sehr gut. Und wir sehen uns im Webinar in 2 Wochen. Super. Okay, ciao. Danke alle. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Baba.